Willkommen zurück zu Skyrim. Ich bin Siegel und seit der letzten Folge sind jetzt ungefähr 2,5 Monate vergangen, aber ich habe mal wieder Lust bekommen, weiterzuspielen. Ursprünglich hatte ich erstmal die ganze Zeit jetzt keine weitere Folge aufgenommen. Zum einen, weil ich mich etwas mehr auf Minecraft konzentrieren wollte und zum anderen, weil die letzten Skyrim-Folgen nicht wirklich oft geschaut wurden. Allerdings, jetzt bekomme ich gerade wieder Lust auf Skyrim und ja, wenn ich schon spiele, nehme ich es auch auf. Ganz einfach. Und ich glaube, als wir das letzte Mal vor 2,5 Monaten hier waren, waren wir gerade auf dem Dach einer Dwemer-Ruine oder zumindest mal etwas, wo ich davon ausging, dass es eine Dwemer-Ruine sein könnte. Und ja, genau, hier geht's jetzt los. Ich glaube, hier hatten wir irgendwelche Gegner, die wir da verhauen haben, die ja am unteren Ende des Hauses oder der Ruine sind oder gewesen sind. Und ja, mal gerade gucken, wie wir jetzt eigentlich so um Heiltränke etc. bestellt sind. Denn ich erinnere mich noch daran, dass wir stellenweise nicht allzu viele übrig hatten. Und in der Tat, wir haben wirklich nicht sehr viele. Also darum werden wir uns bei Gelegenheit auch mal kümmern müssen. Und ich glaube, hier kommen wir nicht so leicht runter. Denn wenn wir hier schon runterkommen, dann am besten lebendig, oder? Hätte gewisse Vorteile. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass wir hier an der Seite von... Ah ja, das ist vielleicht eine von denen, die wir da verhauen haben. Oder vielleicht der einzige. Ah ne, doch nicht. Da ist noch was. Ja, könnten unsere Pfeile sein. Aber die wollen wir nicht. So, ist das auch unser? Juhu, genau. So, das und den Rest kannst du dir behalten. Haben wir die echt alle umgehauen hier? Oh mein Gott. Mal rumlaufen, vielleicht finden wir noch welche. Also besser gesagt, vielleicht finden die uns. Den ganzen Kram brauchen wir nicht wirklich. Aber das scheinen jetzt soweit alle gewesen zu sein. Das heißt, ja, jetzt laufen wir einfach mal eine Weile durch die Gegend und... Wenn dann irgendjemand auf uns aufmerksam werden sollte, dann werden wir es vermutlich mitbekommen. Hoffe ich einfach mal. Ach, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Wir sind doch so ein Bücherwurm. Jetzt rede ich von mir schon in Plural. Oh mein Gott. Aber keine Sorge, ich fange jetzt nicht an, sowas wie Gollum zu sagen. Was ist hier denn drin? Okay. Na dann, mal gucken. Ach so, wir sind ja auf einer Schräge. Ich wundere mich schon, warum es hier auf einmal so schräg wurde. So. Ach ja. Andere? Da irgendwo. Elo. Genau. Ganz deine Meinung. Elo, Uru. Absolut. Ja, dem ist definitiv nichts hinzuzufügen. Where were you when the dragon broke? Was? Ja, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr einfach das Video kurz anhalten und es euch durchlesen. Das ist nur so ein Buchtitel, den ich jetzt noch nicht gesehen habe oder nicht in Erinnerung hatte. Deswegen kann man ja zumindest das einfach mal mitnehmen und auch mal anschauen, auch wenn ich das ansonsten, soweit ich mich erinnere, eher nicht wirklich oft getan habe. Oder, naja, ziemlich selten. So, aber hier haben wir ansonsten... alles, denke ich. Hat der noch irgendwas? Ach ja, unseren Feuer natürlich. Den möchten wir zurück. Und dass man in diese Dinger reingucken kann, hätte ich echt nicht gedacht.
sehen so ein bisschen aus wie Risse, oder? Hm. Naja, was soll's. So, genau. Hm? Bohrtask, naja. Ich glaube sogar, wir sollten ein bisschen ja, Carry Weight, also halt das Gewicht, das wir mit uns führen, reduzieren, denn ich denke mal, Gold haben wir vorher erstmal genug mit diesen 68.000 und sodass wir uns jetzt erstmal primär darauf konzentrieren könnten, die Sachen mitzunehmen, die halt direkt eine Verbesserung darstellen, um nicht jedes Mal zum Händler laufen zu müssen, weil, naja. Hm? Ach. Vermutlich durch die Falle hier gestapft. Oder? Oder haben wir die? Jetzt bin ich verwirrt. Vor allem konnten wir doch gerade noch anvisieren. Ja, da. Hm. Ach, das nehmen wir aber gerne mit. Ups. Und den Pfeil oder die Pfeile. Yep. Und... der will nicht. Okay. Genau, schön an uns vorbeigefallen hier. Brauchen wir hier von irgendwas? Das nehmen wir mit, das auch und... ich hoffe, irgendwann mal rauszufinden, wofür man die hier wirklich braucht, weil eine Armbrust gibt es ja meines Wissens in Skyrim gar nicht. Oder ob es eventuell irgendwelche Apparaturen oder sowas gibt, wo man die eventuell einsetzen kann, wer weiß. Okay, auf diesen Knopf drücken wir mal sicherheitshalber noch nicht. Mal gucken, okay, wir haben Feinde in der Nähe. Ist nur die Frage, wo? Wahrscheinlich hier dahinter. Noch etwas. Da haben wir es. Okay, doch nicht dahinter. Hm. Ne, das nehmen wir nicht, aber hier könnte was drin sein. Jupp, das nehmen wir auch gerne mit. Ich glaube, ich drücke die falsche Taste, oder? Ah, okay, F ist es. Auch wenn hier zwar angezeigt wird, hier unten links, R, take all, aber die veränderten Tasten, wenn man die umbelegt, die werden da unten nicht wirklich angezeigt. Bei mir ist es jetzt Taste F, um alles mitzunehmen. Ist da oben was drin? Ja. Jo, oh mein Gott, noch mehr Knöpfe. Sag nicht, dass das ein Rätsel wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, okay. Vermutlich müssen wir das Rätsel lösen, damit wir die Tür aufkriegen. Und ich gehe fast mal davon aus, dass dann... da wir ja dort und dort und dort jeweils so ein, ja... Wanddingens haben, wo diese Kugeln rauskommen können, gehe ich mal davon aus, dass wir, wenn wir jetzt irgendwas falsch machen... Ups, nein, das wollten wir nicht. Dass dann wahrscheinlich die Viecher dann angerollt kommen und uns auf die Nerven gehen. So, das tun wir erstmal wieder raus. Meine Güte, habe ich viel Kram. Ah, ich glaube, ich müsste wirklich mal zum Händler gehen. Vor allem, das sind so Sachen... okay, also sowas hier zum Beispiel, so ein Ebony Sword, würde ich zwar persönlich nie benutzen, aber ich finde, das sieht gut aus. Und, sowas würde ich zum Beispiel einfach ja, als reines Sammelobjekt aufbewahren. Also nicht mal verkaufen oder sowas, sondern einfach nur aufbewahren. Mal gucken, was haben wir sonst noch? Eventuell irgendwas, das wir wegwerfen können oder das relativ wertlos ist. Das hier ist ungefähr 40 pro Weight wert. Oder? Ne, 30. Ah, weg damit. Nein, das wollte ich nicht. F, genau. Und hier nehme ich sowieso immer nur das Zeug mit, das nahezu nichts wiegt. Hm. Wobei es, glaube ich, in dieser ganzen Welt auch kaum genug Händler gibt, um die Sachen auf einmal zu verkaufen. Hm.
Ja, wir haben echt zu viel Zeug dabei. Mal gucken. Orkish Armor fein mit. Okay, wir haben weniger. Wir haben mehr. Das Ding hätte also weniger, aber das ist halt viel wert. Okay, also einmal Quick Save und dann lag da noch irgendwas. Ach, da ist noch so ein Hebel. Ich frage mich, ob man die irgendwo einsetzen kann. Nehme ich erstmal mit und. Okay, damit geht das hier nur zu. Dann gehe ich fast mal davon aus, dass, wenn wir hier irgendwelche falschen Knöpfe drücken, die Tür auch zugehen könnte, um uns hier einzusperren oder so. Fangen wir mal hier an. Naja, mal gucken, ob wir eventuell die Dinger hier so beschwören können, indem wir einfach rumlaufen. Aber sieht nicht so aus. Aber ist immer noch Feinde in der Nähe. Ja. Ach, und was sehe ich denn hier? Dieses Dingens, wo er drauf liegt. Das ist doch so eine Schneide, die sich dann immer im Kreis dreht. Oder? Und da drüben haben wir auch eine. Und da auch? Nee. Okay. Also der vorletzte Knopf ist es. Aber was machen die ganzen anderen Knöpfe? Was machen die? Gibt es eventuell noch mehrere Tore oder sowas, was wir hier aufmachen könnten dadurch? Mal gucken. Okay. Dann das. Ach, dadurch geht die Tür wieder zu. Ah, okay. Also die ultimativ nutzlose Steuerzentrale. Ups. Okay, hier haben wir auch noch mehrere. Das heißt, zwei, oder? Ne, einer von diesen oberen Knöpfen würde dann auch noch das da auslösen. Okay, das machen wir erstmal wieder aus. Brauchen wir vorerst nicht mehr. Wir haben genug getoastet. Hallo. Dankeschön. Dann den da. Okay. Ja. Aua. Das ist nicht nett. Oh. Okay, aber die Pfeile nehmen wir natürlich gerne wieder mit. Dachte, hier wäre noch einer hinter uns geflogen. Aber anscheinend doch nicht. So. Damit haben wir den erstmal. Und. Ja, das brauchen wir nicht wirklich. Mal gucken, wenn wir den nochmal drücken. Passiert nichts mehr. Nochmal. Weil nur für den Fall, dass es so An- und Ausschalter sind. Okay, dann der da. Der macht nichts. Hallo? Oh, okay, dann der hier. Okay. Brauchen wir aber auch nicht. Du kannst wieder einfahren. Ach so, die sind also getimed sozusagen. Okay. Oh, noch einer. Ach ja, dieses Sneak Damage ist schon sehr, sehr nützlich. Oder besser gesagt, dieser Unterschied, wie viel schneller die dann ja, nicht mehr auf die Nerven gehen. Aber ich wette mal, der eine Knopf hat vermutlich den da hinten beschworen. Den da. Mal gucken, den da. Okay, und dann haben wir noch den. Und ich wette, jetzt geht dann dieses Feuer an. Okay, nicht ganz. Ich fühle mich gerade wie so jemand, der im Auto sitzt und erstmal die ganzen Steuerungen kennenlernt oder im Flugzeug oder sowas. Nach dem Motto, ja, ich glaube, das startet das Fahrzeug und dann geht es mal der Scheibenwischer an. Was haben wir hier denn Schönes? Eine eindrucksvolle Sackgasse. Wow. Und eine Kiste. Ach, die nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall.
unten. Jupp, da haben wir's. Und, yay. Ne, das nicht. Und, okay, jetzt haben wir erstmal zu viel dabei. Und ich glaube, in dem Tempo wollen wir hier nicht weiterlaufen. Das heißt, jetzt muss ein bisschen Zeug raus. So, ich habe jetzt mal, wie wir gerade sehen, ein paar Sachen einfach weggeworfen. Jetzt haben wir erstmal wieder etwas, wenigstens etwas Platz im Inventar. Und ja, da kommen wir erstmal wieder ein Stück weiter. Und ich kann mir einfach nicht helfen. Ich muss irgendwie immer die Sachen mitnehmen, die irgendwie wertvoll erscheinen. Das ist ziemlich schlimm, ich weiß. Sammlersyndrom, sozusagen. Und das sieht interessant aus. Könnte ein besonders stylischer Ventilator sein, wenn er sich richtig drehen würde. Naja. Expert. Okay, da. Irgendwo. Okay, das war nichts. Na komm. Nein. Okay. Ganz, ganz knapp davor. Das haben wir. Okay. Ach, nee. Okay, das können wir mitnehmen. Aber das definitiv nicht. Das ist ja nichts wert. Also, nee. So. Habe ich hier unter uns gerade irgendwas laufen hören? Kommen wir da überhaupt irgendwie runter vielleicht? Ich höre hier definitiv irgendwas, aber... Ja, da. Eine kleine Spinne. Ach so, da unten sind direkt Spinnennetze. Ah, jetzt sehe ich es auch. Okay, dann wird es wahrscheinlich hier nicht weitergehen. Okay. Sind wir jetzt in eine Sackgasse geraten oder ist eventuell einer von den Knöpfen in der Steuerungszentrale dafür verantwortlich? Dieses Tor dort aufzumachen. Oh Gott, welcher Knopf war das, der diese Tür schloss? War das der hier? Na, wir drücken einfach mal ein paar Knöpfe und, genau. So, das sind jetzt 1 und 2. Mal schauen, ob die eventuell was öffnen. Ach, wenn, oder wir haben vielleicht hier direkt irgendwo einen Knopf, das kann auch noch sein. Aber, ich sehe jetzt nichts, das irgendwie knopfartig aussieht. Hier, kann man da eventuell auch von unten durch rein? Ja, das eventuell. Mal gucken, Karte. Also von... Nee, Quatsch. Hier sind, also hier gucken wir gerade runter. Das heißt, eventuell. Eventuell gibt es auch irgendwo einen zweiten Eingang. Das war quasi diese Steuerzentrale hier oben vielleicht für irgendwas brauchen, damit wir dann beim anderen Eingang weiterkommen oder so. So als Vermutung. Ich meine, hier sehen wir ja auch, dass es, hier definitiv noch mehr ist. Wobei, eventuell ist es auch Deko, weil ich habe eigentlich noch keinen öffentlich zugänglichen Bereich gesehen, der diese Zahnräder hatte. Also mit etwas Pech ist es wirklich reine Deko. Hier ist auch nichts, oder? Nö. Okay, also weiter Knöpfe drücken. Jetzt drücken wir mal 3, 4, 5 und 6. Ups. So, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich von selbst aufhört. Oder mal kurz Quicksave, bevor wir jetzt versehentlich sterben. Und dann gucken wir einfach mal weiter. So,
Ist die Tür auf? Ja, nein, vielleicht. Nope. Und hier ist auch echt nichts, das irgendwie wie ein Schalter wirkt, ne? Ist das überhaupt eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Das ist eine. Haben wir eventuell einen Hebel auf der anderen Seite oder irgendwas? Dass die Tür gegebenenfalls nicht von dieser Seite zu öffnen ist, sondern von der anderen nur. Das kann auch immer sein. So, aber dann drücken wir mal noch die verbleibenden Knöpfe. Also die ersten sechs haben wir jetzt gedrückt. Jetzt bleiben noch die letzten vier und... Okay, hier hat es nicht aufgehört. Also sind es doch nicht getimed. Das heißt, jetzt drücken wir die einfach nochmal. 6, 5, 4, 3. Das heißt, jetzt müsste es aufhören und dann noch 7, 8, 9, 10. So. Okay, dann geht die hier wieder zu. Ah, das war, glaube ich, der Knopf, ne? Jo. So. Das ist dann jetzt, denke ich, soweit die letzte Chance, die wir hier haben, wenn es jetzt immer noch zu ist. Und es ist immer noch zu. Dann kommen wir hier tatsächlich nicht weiter und müssen irgendwie einen anderen Eingang finden oder irgendwie hat da runterkommen oder sowas. Mal gucken. Wir sind noch nicht im Kampf, obwohl wir eigentlich Lärm genug machen, damit wir die Aufmerksamkeit der Spinnen auf uns ziehen müssten, aber... Nicht, dass die Spinnen auch mit zur Deko gehören, das wäre es ja noch. So, dann... Okay, Moment, dann machen wir erstmal die hier trotzdem wieder auf. Und, was war... Ja, okay, genau. Gut, und sonst ist hier wirklich nichts. Ah, ein Pfeil noch. Okay, das ist der Pfeil, den wir vorhin verloren oder vermisst haben und... das hier ist keine Tür. Hier könnte noch was rauskommen, theoretisch. Oder? Ach ne, ist glaube ich vorhin schon gewesen. Ne, hier wollen wir nach wie vor nicht drauf treten. Tja, schade. Ich hätte mir jetzt von dieser Ruine doch etwas mehr erhofft. Aber naja. Was will man machen? Zumindest haben wir die, soweit es hier überhaupt ging, erforscht und dann würde ich sagen, wir schauen einfach in der nächsten Folge mal weiter, ob wir hier vielleicht noch einen zweiten Eingang finden oder sowas und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.